Hey Leute, hier ist David vom Lehmladen. Heute habe ich den Norbert zu Gast und gemeinsam zeigen wir euch, wie man Hanfkalksteine verbaut. Hanfkalksteine sind ein außergewöhnlicher und innovativer Baustoff mit unglaublich vielen positiven Eigenschaften. Im letzten Video habe ich die ausführlich vorgestellt. Jetzt wollen wir die Hanfkalksteine einmal vermauern. Die Hanfkalksteine vermauern wir mit dem Hässler HP9L. Das ist ein Naturkalkputz, der einen Leichtzuschlag aus Blähglas hat. Okay, erster Arbeitsschritt, damit die Steine gut haften an der alten Mauer, muss die Trennlage weg. In diesem Fall ist es Staub. Und damit es noch besser geht, machen wir das mit Wasser. Hier in der Ecke, da haben wir Lehmputz. Und der Lehmputz, der haftet eben nicht so gut auf dem Ziegelmauerwerk. Und deswegen muss ich den ganz abwaschen oder abkratzen. Wenn wir jetzt die erste Reihe der Steine vermauern, müssen wir die natürlich absolut gerade setzen, damit wir oben nicht komplett schief werden. Deswegen haben wir hier die lange Wasserwaage und gucken jetzt, dass die erste Lage gerade wird. Ja. Und jetzt kommt der Mörtel drauf. Ich ziehe die erste Mörtellage auf und ich sehe in der Wasserwaage, ich brauche links mehr Mörtel als rechts. Also der nächste Schritt ist, den Kalkmörtel auch in der Wand aufzuziehen, damit der Stein auch gut an der Wand haftet. Das Anwerfen von Putz an einer Wand bedarf einiger Übung. Das kann nicht jeder. Man kann es natürlich auch sehr gut mit einer Glättkelle auftragen. Der Putz auf dem Mauerwerk ist wichtig, dass ein ordentlicher Verbund zwischen Stein und Mauerwerk vorhanden ist. Die Steine feuchten wir vorher an. Das ist wichtig, damit der Stein nicht die Feuchtigkeit aus dem Mörtel zieht. Die Steine werden nur kurz eingetunkt, da sie sich sehr schnell mit Wasser vollsaugen. Es reicht, nur drei Seiten zu nässen, also oben, unten und hinten. Es ist schon sehr erstaunlich, wie viel Wasser die Steine in der kurzen Zeit aufnehmen. Die werden direkt deutlich schwerer. Bei der untersten Reihe ist es wichtig, dass jeder Stein perfekt gerade sitzt. Man kann Holzkeile nehmen und die Hanfkalksteine fein justieren, bis sie komplett waagerecht sind. Wenn der Stein noch nach hinten kippt, kann man dahinter ein bisschen Mörtel auffüllen. Das Feinjustieren kann man dann mit einem Hammer machen. Am besten nimmt man dafür einen Gummihammer, aber ein normaler Hammer geht auch. Je gerader die unterste Reihe ist, desto sicherer und schöner wird die Wand. Für die erste Reihe braucht man also immer etwas länger, aber sobald die wirklich gerade ist, geht der Rest umso schneller und man braucht dann kaum noch Keile. Die Steine werden sanft in den frischen Putz eingedrückt. Die Steine sind mit Nut und Feder gemacht, dadurch braucht man keinen Mörtel an der Stoßfuge. Der Stein lässt sich super durchsägen. Wir nehmen hier eine Säbelsäge mit Akku und das geht ruckzuck. Man kann auch eine Handsäge, Kreissäge oder eine Steinsäge verwenden. Muss ich den Stein noch ein bisschen nacharbeiten, dann nehme ich einen Maurerhammer. Sobald einmal verputzt ist, ist der Stein sehr robust. Durch den Kalk versteinert der Hanf nämlich. Eine Mauer aus Hanfkalkstein hält bestimmt 100 Jahre. Das Nachverfugen geht auch gut mit so einer Zungenkelle. Beim Nachverfugen geht es einfach nur darum, noch offene Lücken mit Mörtel zu schließen, damit die Steine auch gut aufeinander haften. Jetzt haben wir die erste Reihe fertig. Um der Wand einen sicheren Halt zu geben, werden wir hier Mauerwerksanker setzen. Der Mauerwerksanker verbindet die alte Wand mit der neuen Wand. Wir verwenden hier eine einfache Hanfschnur, sehr reißfest, sehr stabil, die wir an dem Untergrund festdübeln und als Schnur in die neue Mauerwerksfuge legen. Wir knoten eine Hanfschnur an eine Schraube mit Dübel. Dabei wird die Schnur möglichst gut festgezogen.
Der Anker wird festgeschraubt und dann mit Mörtel eingeputzt. Bei unserer Wandlänge nehmen wir 2 Anker pro Reihe, um die Wand zu stabilisieren. Bei längeren Wänden kann es sinnvoll sein, mehr Anker zu verwenden. Durch den Mörtel hält die Schnur wirklich fest am Stein. Um einen Mauerwerksverbund sicherzustellen, benutzen wir den Abschnitt vom letzten Stein als Anfang in der nächsten Reihe. Ein Mauerwerksverbund bedeutet, dass man abwechselnd mit einem kurzen und dann mit einem langen Stein anfängt und so einen Versatz der senkrechten Fuge bekommt. An der Rückseite bringen wir wieder Mörtel auf, damit die Hanfkalksteine sicher an der Wand halten. Die Steine werden wieder in den frischen Putz gedrückt, bis sie gerade sitzen. Jetzt, wo die erste Reihe gerade ist, geht das Vermauern deutlich schneller von der Hand. Und damit sitzt auch der letzte Stein. Prima. Zum Schluss noch die Fugen mit Mörtel verputzen, damit die Steine gut halten. Die Mauerwerksanker kommen zwischen jede Reihe. Ab jetzt ist das weitere Vermauern nur noch eine Routine. Die Mörtelpfanne, die der Norbert hier gerne benutzt, das ist eine Gipserpfanne. Die gibt's bei mir im Onlineshop. Hier in unserem Fall bauen wir die Steine an eine bereits existierende Wand. Das würde man zum Beispiel bei der Sanierung eines Gebäudes machen. Dann auf der Innenseite der Wand, um diese zu dämmen. Man kann die Steine aber auch direkt als freistehende Wand vermauern. Zum Beispiel als Außenwand, wenn man ein Haus baut, oder als Innenwand. Als Außenwand sind die Steine eine gute Dämmung, innen haben sie einen sehr guten Schallschutz. Jetzt sind wir fertig. Die Wand ist hoch. Als nächstes kommt der Putz drauf. Oder die Wandheizung. Ah, eine Wandheizung. Geile Idee. Genau. So Leute, ich hoffe, ihr habt heute was gelernt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Alle Artikel, die ich im Video benutzt habe, findet ihr natürlich auf lehm-laden.de oder hier in der Infobox. Hier sind noch 2 Videos, die ich euch verlinkt habe. Und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal.